So. Ich mach mal weiter und so. Hier 14 Sterne, bla, auswählen. Die Musik ist schon wieder so laut. Warum? Warum ist die Musik schon wieder so laut? Leiser, bitte. Danke. So, warte mal. 15, 3. Ich glaube, hier muss ich jetzt nächstes rein, oder? Meine zumindest. So, wir haben es wieder. Was zum Teufel? Wir haben es wieder 2 Uhr nachts. Kurz nach 2 Uhr nachts und bin um 9:45 aufgestanden. Ist es nicht gut? Echt ein Illuminati-Auge bei der 3. Spooky Folly Bay. Oder? Nee. Spooky Folly Bay. Yoshi. Yoshi ist ja. War das Woolly World oder Wally World? Woolly, oder? Egal. Ja, schön, ich habe Kamikaze-Kastell-Musik. Jetzt kriege ich Bock auf. Es ist Treibsand, oder? Es ist kein Treibsand. Oh, what the fuck. Okay. Ist jetzt die ganze Zeit nur dieser Loop? Oder kommt auch noch der Rest vom Soundtrack? Okay, der Rest kommt auch noch. Ich wollte schon sagen. So, ja. Wir haben es wieder relativ spät. Ich habe heute ausnahmsweise mal ohne Wecker durchgeschlafen. Also, ich habe einen Wecker gestellt, aber den habe ich ignoriert. Der ging um 8:30. Damit ich noch Zeit hätte, wach zu werden bis um 8:45, um mir dann Abendessen zu bestellen. Und ja, das hat irgendwie nicht geklappt, weil irgendwie habe ich weiter geträumt. Ja, der Traum war interessant. Irgendeine Person aus irgendeinem Film, den ich mal gesehen habe, könnte eventuell... Das ist eine geile Interaktion. Wusste ich gar nicht, dass es funktioniert. Mit da so rüber, wahrscheinlich. Ja. Könnte irgendwie eine Person aus American Pie gewesen sein. Also so hat sich der Traum zumindest irgendwie abgespielt, so ähnlich. Lange Geschichte kurz, irgendwie, sind Aliens zu Besuch gekommen, die sich aber als Menschen getarnt haben. Und ja, diese Person wollte mit diesem Alien quasi rummachen. Aus irgendeinem Grund in einem Gebirge oder einem hügeligen Gelände. Oh nein, kommt das Bug hier. Wo ist meine Münze? Münze? Münze ist weg. Ja. Und ich weiß nicht, warum ich sowas geträumt habe, aber es war sehr merkwürdig. Er hat es auf jeden Fall geschafft, diesen Alien, diese Frau umzubringen. Per Unfall ist sie quasi dann währenddessen den Abhang ins Loch runtergefallen. Bist du... Du bist lieb, okay. Ja, das war sehr interessant. Danach ging es darum, irgendwie, dass man die anderen Aliens besänftigen musste, weil es war ja keine Absicht. Will ich eigentlich hier schon sein? Ich glaube nicht. Oh. Moment. Hier, das muss so auf jeden Fall. Egal, ich geh erstmal da hinten wieder hin. Ich hab jetzt schon 4 Münzen gesammelt. Jetzt kann ich auch die restlichen Münzen versuchen zu sammeln. Oh Gott. Ja, das war auf jeden Fall mein Traum. Zumindest der Traum von 8:30 bis um 10 ungefähr. Wie davor auch schon angelaufen war, quasi. Weiß ich nicht, aber. Geh mal von nicht aus. So, P-Schalter. Oh, ganz viele Münzen. Fällt mir. Das ist ein Stern unten, okay. Ja. Ansonsten, ja. Habe ich jetzt gewartet, dass irgendwie das Genshin-Update durchgeht, aber irgendwie das dauert noch bis um 4 oder so. Dann hatte ich noch Abendessen machen müssen. Das hat auch relativ lange gedauert. Dann, ja, ich glaube, 11 habe ich angefangen. Hat schon bis 12 gedauert, dann habe ich gegessen bis um Mitternacht 12 oder so. 12. Und ja. Dann, wie gesagt, habe ich mich kurz mit Genshin auseinandergesetzt. Dann habe ich ja irgendwie Zeit zum Wachwerden genutzt, weiter wach werden. Und ja, dann habe ich jetzt gerade gegen 2 gedacht, gut, wenn das Update noch nicht durch ist, dann kann ich jetzt auch einen Stream starten. Was ist das da hinten? Das ist ein Wump mit einem runden Kopf. Okay. Interessant.
Also ich kann davon ausgehen, dass das dunkle Zeugs hier Treibsand ist. Irgendwie geil gewesen, wenn das animiert wäre und man das auch mal erkennen kann als solches. Aber muss ja nicht. Ah, doch, das ist aber der gleiche dritte Level wie im Original. Weil. Und zwar hier oben, glaube ich, der Startpunkt kann das sein. Also ähnlich zumindest. Nicht komplett gleich, aber größtenteils. Hä? What? Hä? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Wo sind die? Wo sind hier? Nö. Okay, ignoriere ich erstmal. Ja, auf jeden Fall, ich wusste auch nicht, was ich jetzt machen soll heute Abend. Also ich hätte jetzt irgendwie. Ich hätte jetzt auch weiter Hunter x Hunter gucken. Warum sollte ich da für einen One-Up runterspringen? Also hätte irgendwas aufnehmen können, aber ich dachte nur so, ja, zumindest die zwei Level oder drei Level vielleicht, wenn ich Lust habe. Mario kann ja auch noch streamen heute Nacht. Und vielleicht kann ich dann auch noch eine Runde Smite machen. Je nachdem. Weil ich weiß, ich muss halt gegen 4 nachgucken. Bei Genshin. Ob ich meine Dailies gemacht habe heute. Also gestern. Also nee, doch. Noch ist es heute, aber es ist eigentlich für gestern schon. Ganz genau betrachtet. Okay, wenn ich überlege, dass diese Musik hier die ganze Zeit in. Kann man dich hochheben? Ja, dich kann man hochheben. Ist das Kamikaze-Kastell oder nicht? Das ist ein anderer. Auf jeden Fall irgendwo 64, aber ist das Kamikaze-Kastell? Doch, ist es eigentlich. Frantic Factory ist anders. Ist schneller vor allem. Mechanischer. Okay, warum gibt es so viele Münzen? Also das Ding basiert, glaube ich, auf dem originalen dritten Level aus dem Dingens. Ich weiß nicht, ob der in Redone und 1.5 irgendwie anders aussah. Aber ich erkenne es jetzt nicht mehr so ganz raus. Oh Gott, ich sehe die nervigen Sprünge. Komm. Oh Gott. So, wo kriege ich jetzt noch vernünftige... Ah. Ja, da kriege ich noch Münzen her. Der Sprung dafür ist aber relativ gewagt. Hm. Machen wir hier eine 5. Von unten wird das nichts. Muss ich von oben machen, oder? Ist das Treibsand? Nee, ist es nicht. Ihr Schwein hat mir eine Münze geklaut. Die bessere Frage ist, wie komme ich von hier wieder weg? Okay, das hat funktioniert. Hat das eigentlich? Ja, müsste klappen. Gut. Ihr habt mir eine Münze geklaut, das gefällt mir nicht. Ansonsten ist eigentlich nicht viel passiert. Doch, ich habe heute Morgen Zelda 1 endlich durchgespielt und aufgenommen. Oh, what the? Guten Morgen, Flashbang. Hat nichts erhalten. Ja. Bitte, okay, F5. Ich. Da sind 5 Münzen, ja. Moin. Ich werde so oder so Schaden nehmen, oder? Okay, ich habe genug Zeit, theoretisch. Theoretisch habe ich genug Zeit, da wegzukommen. Das ist jetzt blöd. Oh Gott, okay. Gibt es hier noch irgendwo Münzen? Auf die einfache Art und Weise. Das sieht nämlich nach Ende aus, Richtung Stern. Wo kriege ich jetzt noch 5 Münzen her? Jetzt ist doch relativ knapp abgemessen hier. Also ja, man kann das hier locker auch ohne Safe State schaffen, aber ich habe keinen Bock hier 20 Stunden an einem Heck zu sitzen. Von daher.
Oh nein. Au. Ja, wo kriege ich jetzt Münzen her? Da kriege ich meine letzten 5 Münzen, die ich brauche. Okay. Vorsichtig. Spam. Hier, okay. Das Nervige habe ich, jetzt kann ich ein Level richtig spielen. Vor allem, ich kann jetzt spielen ohne Save State. Und ich sag's noch in dem Moment, dann verreck ich. Super. Ja, wenn ich erstmal die 80 Münzen habe, dann nutze ich auch im Save State ruhig weniger. Aber wenn ich jetzt beim ersten Mal direkt die Münzen sammle, damit ich das weg habe, ist es so nervig, Münzen zu sammeln. Also, warum baut man das eigentlich noch in die Hex dann überhaupt ein? Ich glaube, warte mal, stimmt. Nee. Oder? Another Mario Adventure, was ich vorher gespielt hatte, das hat, glaube ich, nämlich das eben genauso gemacht. Es hat nämlich keine nervigen Münzsterne eingebaut gehabt. Mein. Grundsätzlich ist es eine nette Mechanik, dass man so nebenbei wenigstens ein Ziel hat, dass man die überhaupt mal sammelt. Aber grundsätzlich finde ich die doch irgendwie so ein bisschen unpraktisch. Und für was ist jetzt der Schalter hier oben? So. Und hier unten irgendwas? Tatsache. Es ist schon ein bisschen mies. Auch diese Stelle hier, die kommt mir irgendwie bekannt vor aus dem Original-Hack. Oh Gott. What the? Okay. Zählt das als Sprung? Theoretisch ja, aber irgendwie auch nicht. Verdammt. Nein. Na ja, genau das wollte ich nicht. Scheiße. Aber zumindest weiß ich jetzt, wo die Boxen erscheinen. Ich lese auch gerade auf dem Radler. Privatbrauerei. Ist nicht eigentlich alles Bier, Alster, Zeugs immer aus einer Privatbrauerei? Oder gibt es auch öffentliche Brauereien? Eigentlich ist auch jede Marke privat, oder nicht? Oder sehe ich jetzt irgendwas falsch? Okay. Ja, du kannst mich mal da unten. Kannst mich, habe ich gesagt. Geh weg! Das hier sieht nämlich extrem nervig aus, dieser Stern. Da sieht nämlich ganz knapp wieder wahrscheinlich dran vorbei und dann da oben rauf. Ja, irgendwie so, aber noch ein bisschen weiter oben. Ach, da ist sogar. Hier ist sogar eine kleine Lücke, dass man das machen kann, einfacher. Oh no. Oh nee. Ich hasse sowas. So. Ja, genau deswegen hasse ich sowas. Ah, super. Ja gut, aber da ist zumindest die Kante, jetzt kann ich da zumindest raus. Ist wäre jetzt so eine Stelle, wo ich eigentlich dann auf den Safe zurückgreifen würde. Ich meine, solange ich keine Speedruns von den ganzen Hacks mache, was ich nie im Leben machen wollen würde, solange ich keinen Speedrun mache, ein Safe ist eigentlich auch nicht so schlimm. Ja, okay, ich sehe nichts. Ach, come on. Okay, das kann jetzt eine Weile dauern. Hm. Also, ich bin seit einer Viertelstunde jetzt an dem Level dran. Ungefähr. Und ich habe einen Stern. Aber ich habe den nervigsten Stern, von daher. Ich brauche jetzt mal wieder Taschentücher, glaube ich. Schon so ein bisschen blöd, wenn ich... Nee, hurra. Ja, das ist irgendwie immer so eine Sache. Also, ich meine, klar, irgendwie, man möchte was von einem Hack haben oder von einem Spiel. Aber der Fakt, dass es halt so viele Hacks gibt, die man noch spielen kann,
Der wird halt irgendwie immer ausgelassen. Deswegen ich halt pro Safe bin. Okay, leck mich am Arsch. Ich sitze jetzt da oben in Safe. Ich bin jetzt oft genug hier oben hingekommen. Nein, 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 nein. Du gehst da wieder hoch. Genau, danke. So, F5. Ich mach dem Titel alle Ehre jetzt. Diese Perspektive geht halt absolut gar nicht eigentlich. Ja, das war schon fast richtig. Eigentlich muss ich das so machen, damit ich einigermaßen was sehe. Ja, super. So. F5 und... Ja. Ich muss schon Anlauf nehmen. So. Habe ich den A-Knopf nicht gedrückt? Ah! Jetzt. So, jetzt bei jedem Fehlversuch immer wieder da erst hoch. Das macht Spaß. Ja, ja, ja. Ja, und noch eine Ebene hoch. F5. Ah, und dann ist der Stern auch nur da, auf der Seite. War super. Ich muss jetzt darüber. Ja, das ist... Mit solchen Sprüngen kann ich leben. Gegen sowas habe ich nichts. Wie weit geht das nach oben? Ja. Okay. Das wird jetzt immer wieder nach oben, immer so weitergehen. Also wie gesagt, ich bin voll pro Safe State in solchen Angelegenheiten, weil es sind jetzt sehr knapp bemessene Sprünge teilweise. Das sind vor allem Sprünge, die man eigentlich nicht machen muss. Ich glaube, im normalen Mario 64, ich meine, deswegen spielt man ja auch Hex, weil man was anderes sehen möchte und machen möchte, aber man muss keine Long Jumps gegen Wände machen und davon abprallen. Zack. Und mit Saves brauche ich schon teilweise eine Dreiviertelstunde für ein Level. Relativ lang. Nein, 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 nein. Gehst schon wieder nach oben. Wow. Du kannst... Ich drücke nach unten. Hör auf, dich an der Wand lang zu schlängeln. Oh Mann. So. Okay. Okay, das war jetzt erstaunlicherweise extrem einfach und schnell. Okay, Nummer 3. Also gerade, das muss ich echt 5-mal machen jetzt. Für 5 verschiedene. Nope. Ach komm, ich habe A gedrückt. Wenn es halt irgendwie so eingebaute Reset-Points geben würde, wie es halt in neueren Hex ist. Ja, ja, okay. Okay. Und das Ganze jetzt bitte dann ohne Save State. Das kann ein Weilchen dauern. Es ist machbar. Es ist auch nicht so schwer, aber es dauert halt lange, wenn man einen Fehler macht. Second Continue, so. Was war der 5. Stern? Path Behind the Garden. Path Behind the Garden? What? Denn das ist nur der blaue Münzschalter. Bin ich irgendwas in den Weg hier drinne? Hab ich drauf geachtet, wo ich da reingeguckt habe. Zack. Buggy sind hier drin, aber ansonsten nichts, oder? Nee. Up behind the garden. Nee, was ist für euch hier ein Garten? Was ist für den Entwickler des Hex ein Garten hier? Aber okay. So. Erstmal da oben, jetzt sind das der nächste nervige Stern, glaube ich.
Ist aber relativ einfach, da hinzukommen, von daher. Ich will nicht so hoch springen, dass ich darüber geschubst werde. Eigentlich, eigentlich. Nee, hoch genug komme ich nicht, ich komme nur auf die zweite Ebene. Okay. Also, so habe ich mir das jetzt nicht gedacht. Dass ich da komplett gegen Knall und runterfall. Ich meine, gut, festhalten kann er sich sowieso nicht. Das hatte ich mir schon gedacht. Aber dass er jetzt da auch noch dann gegenknallt und komplett runterfällt, das war mir ein bisschen too much. Okay, ja, gib mir mal ein bisschen Ansprung hier unten. Wenn ich nicht auch eigentlich. Warte mal, war der hier unten? Wo war denn der? Da unten ist er. Der ist relativ einfach eigentlich zu holen. Hidden Down at the Goosey. Er soll quasi wie in der Gulagune. Na, das ist ein Goo. Schleim? Nee, nicht ganz. Hat nichts erhalten. Yay. Goo. Glibber. Wissens. Gulagune? Glibber Lagune? Könnte sein. So. Du sollst nicht an der Wand kriechen, Mario, du sollst einfach nur dran vorbei. Danke. Ich überlege gerade, ob ich jetzt da einen Safe setze oder nicht, weil den Weg bis hierher, den kann ich jetzt eigentlich relativ einfach machen. Also nicht nur jetzt, der war vorher schon einfach. Okay. Ja. Das Grundprinzip habe ich verstanden, wie es funktioniert. Das doch so machen. Okay, das geht doch relativ einfach. Moment. So. Bin ich mal den Safe dafür gebraucht. Star over the old start. Also doch, Star over the old start. Es ist, wenn man die Hex vorher nicht gespielt hat, dann weiß man nicht, dass das alte Level sind. Nur anders. Dann kommt es aber doch hin, ist doch da irgendwie der Startpunkt gewesen. Boah, also es macht doch Sinn, wenn man die ganzen Hex irgendwie in der Reihenfolge spielt, um Anspielungen zu sehen. Auch wenn der Hex hier relativ spät erst rauskam im Verhältnis. Aber es ist. Ich will wissen, ob da unten ein Todespunkt aus ist. Das ist echt ein Todesloch. Okay, warum sollte man da reinspringen? Zack. Oh Gott. Also man schafft es zeitlich doch komplett ganz gut. Warum auch mal da ein Hundeface drauf ist. Aber ist das nicht sogar von Twitch der Hundeface-Emote? Kann das sein? Kommt mir übel bekannt vor. So, da in der Ecke sind nur Dingens. Nein, 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 genau das solltest du nicht machen. Scheiße. Ah. Fuck. Ach, behind the Garden. Die Frage ist, was ist für euch ein Garten hier? Das hier ist ein Garten in meinen Augen. Irgendwie zumindest. Auch wenn ich nicht weiß, warum die Beete so erhöht sind, aber okay. So, und der Path Behind the Garden wäre dann das hier. Ach komm! Aha. Ja, ja. So, einer ist noch hinter mir, ein Stern. Und einer ist, glaube ich, da hinten unten irgendwo gewesen, wenn ich mich nicht irre. Hm. Interessant werden jetzt. Ich würde halt schon irgendwie Star Revenge 2.0 interessieren. Also Night of Doom. Remnant of Doom ist ja halt nur die vereinfachte Version. Aber Night of Doom ist halt wirklich nur der erste Hack mit noch mehr Bullshit-Sachen. Okay, das war scheiße.
Wenn Night of Doom wirklich nur Star Revenge 1 ist mit Treibsand. Ja. Treibsand und ganz vielen kleinen Flächen, wo man stehen kann. Ich habe den ersten Level mir halt angeguckt. Ich meine, man könnte. Ja gut, ich könnte natürlich. Eigentlich. Wie ist es eigentlich mit 120 Sterne Cheat Hex? Also nicht Hex, sondern Cheats. Wenn man im normalen Mario 64 halt sich die Sterne cheatet, dann hat man ja alle eingesammelt. Geht das eigentlich bei Hex dann auch so, dass ich quasi theoretisch Night of Doom starten kann, alle Sterne quasi ercheate und dann den Flyhack aktiviere und dann einfach nur die Level angucke? Das geht doch bestimmt, oder? Einfach nur, um mal so zu gucken, halt, wo überall Treibsand ist. Also ihr habt den ersten Level gesehen. Die nächsten Level sahen teilweise halt ein bisschen sehr stark anders aus. Aber trotzdem noch erkennbar, glaube ich. Zack. Oh Gott, das war knapp. So. Warten, dass du anhältst. Ja, ja, ungefähr so. Und jetzt tschüss. Das ist nicht euer. Es ist. Okay, hier mache ich einen F5. Das ist nicht sein Ernst. Doch, es ist sein Ernst. Okay. Ja, und da muss man einmal durch die Perspektive den A-Input nicht richtig sehen und man hat Arschkarte. Kann ich aufs Dach? Genau, aufs Dach kann ich eben. Ja, aufs Dach kann ich eben nicht, deswegen muss da echt. Boah. Eigentlich mag ich solche Stellen, wo man gezielte Sprünge machen muss. Aber mit der Wall-Styling-Funktion aus neueren Hexen wäre es vielleicht geiler. Also in meiner Welt habe ich mich daran festgehalten, aber okay. Nein! Immer noch angeeckt. Moment. Das muss man so. Okay, ist genauso blöd. Jetzt so tief darf ich auch nicht. So, jetzt bei jedem Fail immer wieder hierher rennen ganz. Da habe ich echt so keine Lust drauf. Kann man machen, wenn man möchte. Ich glaube im Schnitt. Im Schnitt bringt doch Blowdude, glaube ich, ungefähr ein Hack. Oder ein pro Jahr oder ein alle eineinhalb Jahre. Ach! Es gibt doch einen Checkpoint? Er hat doch mit Checkpoints ge. Okay. Okay. Er hat quasi, weil das ein relativ moderner Hack schon ist, er hat das Checkpoint Dingens hier eingebaut. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da drinnen sterbe. In dem Wurf auf D. Oh, was soll das denn? Okay, er hat Checkpoints eingebaut. Jetzt, wo ich weiß, dass es Checkpoints gibt an manchen Stellen, fühle ich mich schlecht, wenn ich einen Safe State nutze danach. Wait, what? Okay, ich könnte von hier versuchen, da hinten hinzuspringen. Ich könnte aber auch versuchen, hier übers Dach zu springen, ganz schnell. Ja, ich hab's verkackt. Okay. Würde ich jetzt. Na, genau, jetzt ist die Frage. Wenn ich jetzt da reingehe in den Stern, starte ich am Checkpoint? Tatsache. Okay. Er hat. Okay, er hat einen relativ guten Checkpoint da gesetzt. Mein. Joa. Hätte er ja nicht machen müssen. Wenn es Safe States gibt, aber gut. So, wie komme ich jetzt da hin? Okay, hier ist offenbar. Oh, scheiße. Nee, 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 nee. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Okay, so. Hätte auch bestimmt irgendwie dahin kommen können. Da ist bestimmt noch irgendwas versteckt. Aber das hier ist der Garten hinter den Dingens, oder? Half behind the garden. Könnte sein. Okay, ja doch. Also mittlerweile, jetzt wo ich das hier so sehe,
Mit dem Checkpoint ist das relativ fair sogar noch. Wenn er den jetzt auch noch bei dem komischen Ding nach oben gemacht hätte, wäre es halt auch geil gewesen. Weil da kann man, ja gut, hier kann man sterben, bei dem anderen nicht. What? Das ist aber definitiv, das sind die Dächer vom ersten Hack. Also vom Star Ranch 1. Ja genau, das wollte ich nicht. Oh Gott. Ja, und, hä? F5. Wo erscheinen die Dinger? What? Okay, es ist das passiert, was ich dachte, was passiert. Okay. Alter, wie lang ist denn der Weg hier? Oh Gott. Jetzt habe ich ein Problem, jetzt weiß ich nicht wohin. Aha, okay. Das war jetzt mies. Ja, es gab einen Checkpoint hier in dem Level, aber egal. Bei solchen miesen Sachen, wo man nicht weiß, wo man hin muss. Ja, ist ein bisschen auch egal. Wenn man weiß, wo der Stern da ist, dann kann man es auch easy ohne machen. Oh Gott. Der ist aber echt, boah. Wenn man da nicht weiß, wo man hinspringen muss. What the window replacement. Das war nicht der erste Stern, okay. Was, der zweite? Nee, der vierte. Ich merke gerade ein Problem an dem Checkpoint. Der Checkpoint ersetzt den allgemeinen Spawn im Level. Das heißt, ich spawn jetzt immer hier. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen uncool, aber so ein kleines bisschen nur. Und das ist doch schon irgendwas, oder? Irgendwas muss auch hier sein, oder? Oder hätte ich von da... Nee. Da unten irgendwas? Hm. Nee. Warte mal, einen stellen wir jetzt noch da hinten, auf jeden Fall. Da kann ich hier oben jetzt irgendwas machen. Wenn ich jetzt nur hier bin, dann kommt auch noch... Wie kann man... Wie nimmt man den Respawn-Punkte wieder raus? Also den Checkpoint. Anderen Level betreten kann das sein. Also komme ich ja nun wieder nach oben. Würde ich jetzt mal sagen. Und irgendwie etwas? Nee. Da ist das Zeugs. Hier irgendwas? Ich meine, so komme ich da halt wieder relativ einfach hin wahrscheinlich. Habe ein Problem mit diesem Level. Dieses Problem lautet fehlender Rücksetzpunkt am Spawn, Spawnpunkt. Okay. Das ist interessant zu wissen, dass das so funktioniert mit den Dingern. Jetzt laufe ich aber den ganzen Level einfach nur nochmal ab. Mal so rein gar nichts jetzt hier. Aha, im Moment halt kann ich da rüber. Kann ich doch bestimmt stehen, oder? Aha, hier geht's noch weiter. Ja, ist klar. Okay. Es geht hier echt noch weiter. So, lass ich raten. Den Fensterflächen kann ich stehen. Tatsache, hier oben ist noch ein Stern. Ja gut, okay. Gut, dass der Safe Point noch da war. Ist es... Okay, warte mal. Welcher Stern ist das jetzt? Top of the Buildings. Cool, ich habe jeden Stern gefunden, außer den ersten.
Path behind the garden. Ich spawn immer noch hier. Extra Curse. Spawn ich jetzt wieder normal? Eventuell. Will ich da hinten spawnen? Path behind the garden. Okay, Exit Curse funktioniert als Checkpoint Disabler. So. Da hinten ist mein Stern. Wie komme ich da hin? Oh, lass ich raten. Irgendeinem der Beete hier ist ein Teleporter. Aha, aha, aha. Okay. Es ist echt. Es ist der dritte Level. Der mit dem riesigen Meer. Den mochte ich schon beim ersten Mal nicht. Aber hier mag ich ihn irgendwie. Hier ist er nett und ansprechender als im Original. So, Half behind the Gar. Ah, so. Ja, gut, darauf muss man erstmal kommen, dass man hier um den Weg hochlaufen kann. Ey, aber keine roten Münzsterne. Nein, auch nein, nein, nein. Ja, die sind wieder verbuggt, die Viecher. Seit die noch nicht gefixt hat. Die komischen Wurfmob, die es mit Sternen design. Das ist ein bisschen nervig. Wow! Okay. Nein, nein, nein! Ja, gut, okay. Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein, wenn das jetzt wirklich so flüssig in einem Rutsch alles geklappt hätte. Wow. Aha. Verdammt. Bin so gut durchgekommen. Ich möchte gerne haben, ich möchte deine Münzen haben, Wurfmufti. So. Ach Gott. Es hat so schön alles hingehauen. Bis zu der Stelle. Okay. Zack. Ja, 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 ja. Okay. Hier so geht's auch. Ich bin. Wow. Ich hab A gedrückt, aber. Ich bin mir sicher, dass ich A gedrückt hab. Spooky. Folly Bay. Ist das eigentlich voll, ey? Nie gehört. Müsste ich mir vielleicht mal googeln. Für eines der seltenen englischen Wörter, die man irgendwie kaum hört. Okay. Man hat genug Münzen für blaue Münzen auf jeden Fall. Für 100 Münzen. Scheiße. Ah. Volley. Wahrheit. Narrheit. Verrücktheit. Madness, crazy, folly. Der Unverstand. Also gruseliges, verrücktes. Ja, wie ist das Level weiter? Gruselige, verrückte Bucht. Gruselige, verrückte Bucht. Gruselige Bucht der Torheit. Irgendwie sowas. Bin mal gespannt. Also wenn hier, wie heißt er jetzt? Eclab 2 ist ja ein Sonic Heroes inspirierten Hack und ein Sonic Adventure 1 inspirierten Hack gemacht hat. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, auch noch einen Hack zu bekommen, der auf Sonic Adventure 2 basiert? Also quasi City Escape, Crazy Gadget und so weiter. Daraus kann man bestimmt gute Mario-Level machen. Gerade aus den Knuckles-Leveln kann man gute machen immer. Wo man nämlich theoretisch einfach nur alle normalen Verstecke nutzen. Oh no. Ich dachte, das wäre eine Rutsche. Wow. Jetzt wurde ich getrollt. Aber hardcore. Im Original war es auf jeden Fall eine Rutsche. Dass er jetzt Treibsand ist, war irgendwie klar.
Scheiße. Muss ich aber gleich mal gucken, wie das funktionieren soll. Zack. Aber das ist auch so ein Level, der ist relativ einfach an sich. Also man kann ihn locker schaffen. Mit ein bisschen Skill zumindest. Das jetzt alles oder nicht? Ne, hier unten ist nichts mehr. Machen wir hier in der 5. Ja, weil mich genau das passiert ist, was ich dachte, was passiert. Weil ich mich den Sprung machen muss, okay. Hat der Stern gerade. Er hat gerade mit Feuer gepustet, gespuckt. Fachbeante Garden. Yay. So, plus 3 fertig. Und es hat, ja, 40 Minuten gedauert. Ungefähr. Ich habe schon ein Leben. So. Hallo, Sparky. Wait, was? Achso, nächste. Ah, nächste Levelabteil. Wait. Dahin ging es zurück, oder? Nee. Moment. 10 Sterne. Ne, 20 Sterne. 25 Sterne. 15. 15 brauche ich, um weiterzukommen, und dann habe ich quasi. Ah, okay. Verstehe das Prinzip der Oberwelt. Curse for Foggy Volcano Lagoon. Find the Cannonball Bomb. Ich habe Angst. Das ist ein Dire Dogs Remix, okay. Irgendwie habe ich mit diesem Level jetzt schon ein Problem. Das ist ein Wasserlevel. Gefällt mir jetzt schon nicht. Aber der Level ist, glaube ich, neu, oder? Sagt mir nämlich noch nichts. Ach komm. Ich will doch nur deine Münzen haben. Ja, ja. Definitiv ein Dire Dogs Remix. Irgendwie ein Happy Remix. Weiß nicht, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Au. Aber zumindest kann ich gegen euch nicht sterben. Lass ich raten. In dem Level hier kann ich auch Wasser ablassen. Als besondere Mechanik. Oh nein. Hier gibt's Sheeps. Das heißt, hier gibt's schon. Oh, hier gibt's auch bestimmt einen Riesenfisch, oder? Oh nein. Ich hatte ja bisher gewundert, dass es noch nie irgendwie ein Heck den Riesenfisch unter Wasser eingebaut hatte. Naja, ich muss öfter den Sprung nutzen. So, hallo Lakitu. Ja, das. Scheiße. Das war jetzt nicht so optimal, aber naja. Bleib dabei. Wir sind mir gerade für den Anfang zu wenig Münzen. Kann ich nicht eigentlich auch so? Ja, kann ich. Zack. Hallo. Ich möchte. So. So ganz einfach. Hier ist eine Kanone schon mal. Okay. Und hier ist eine Box mit. Was zum. Was war das? Das waren keine Münzen. Kann ich hier nicht klettern? Den kann ich nicht. Hm.
Aber gut, das wäre wieder auch so eine Art Level, die ich schaffen könnte bisher. Einfach nur ein Loch mit einem komischen Klotz in die Mitte. Ah, ich muss tauchen jetzt, oder? Ah, scheiße. Ich will nicht. Ich will nicht tauchen. Ich meine, zumindest der Level hell. Da ist die Startplattform. Kann ich hier auch A gedrückt halten? Nee, kann ich nicht. War der andere Heck. Muss wahrscheinlich unten rein, oder? Das ist Treibsand da auf dem Boden, oder? Ja, natürlich, hier ist ein großer Fisch. Ja, ja. Hier ist alles voll mit denen. Nochmal ein F5 hier. Auf was für eine Distanz sehen die mich? Bin nämlich auch Nomsen, wenn ich... Ah, da sind Münzen. Gut. Mich würde interessieren, ist das Treibsand? Okay, nee, unter Wasser gibt es keinen Treibsand. Das ist gut zu wissen. Bin einfach nur an euch vorbei. Einfach nur weg. Ich kann mir vorstellen, dass wenn die mich einmal getriggert, wie sie haben, dass sie mich dann verfolgen, oder? Gab es doch aber auch sonst auch nur in Gulliver Gumba, oder? Irgendwie interessant. Dass auch nicht nur davor kam. Ich will nur die Münze haben. Ich will nur die Münze haben. Nein, 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 nein. Geh weg. Oder kann es sein, dass sie mich gar nicht essen wollten, dem Heck hier? Kann das sein? Ich glaube, die essen mich gar nicht, dem Heck. Kann das sein? Die sollen mir nur Angst machen. Wenn das dann funktioniert. Oder die müssen mich wirklich richtig einen Trigger bekommen. Natürlich auch sein. Machen wir hier ein Safe. Könnt ihr mich nomsen? Wollt ihr mich nomsen? Hier. Ihr könnt und wollt mich nomsen. Okay. Also sind die nicht nur Deko. Und da hinten ist ein komischer Eisenkasten unter Wasser. Hier ist das komische Becken. Ich habe erst 32 Münzen. Das gefällt mir nicht. Ja, zumindest hat er relativ große Gänge unter Wasser gemacht. Oh, scheiße. Dass man hier zumindest... Oh, fuck, was? Lass ich raten. Kann den ganzen Level gleich irgendwie drainen oder so? Jetzt bin ich hier drinne. Ich hab von außen geguckt, was hier eigentlich drin ist. Okay. Da ist noch so einer eingesperrt. Was soll ich denn machen? Find the Cannonball Bomb. Also. Ja gut. Zumindest ist die Kamera relativ gut, halt dadurch, dass die Räume hier so groß sind. Also, das war in Star Road deutlich schlechter gelöst mit den Leveln. Hier spart sich das Ding nochmal auf. Hm. Aber ansonsten. Ja, das ist auch wieder ein Level jetzt. Der ist einfach nur Raum an Raum gereiht. Mit komischen, eckigen Kästen. Also. Es ist so, das wäre so auf meinem Skillbereich, glaube ich. Was ich einigermaßen hinbekommen würde. Es sieht zwar sehr simpel aus, aber es hat trotzdem irgendwie. Aua. Trotzdem hat es halt irgendwie Sinn. Ist das. Lava? Es ist Lava, okay. Blaue Lava. Fällt mir nicht. Halt, halt. Zumindest kann man hier cheaten.
Ja, das wollte ich aber eigentlich nicht. Okay, okay. Ja, ja. Münzen ist gut. Münzen ist sehr schön. Münzen nehme ich gerne. Schwimm, ganz weit weg. Er hat mich im Trigger! Er hat mich im Trigger! Ah, geh weg! Kann man da hochschwimmen? Hochlaufen? Ich sollte nicht anhalten. Oh Gott! Das ist nicht gut. Das ist nicht Uni-freundlich, der Level. Ich habe sowieso mit Wasserlevel ein Problem. Und dann auch noch so ein scheiß Riesen-Cheep-Cheep, der irgendwie mich creepy nomsen möchte. Nein, danke. Irgendwas sagt mir, ich will da noch gar nicht hin. Das sieht nicht nach einem Standort für einen Bob-Omb aus, aber okay. Sieht mehr nach einem richtigen Stern aus da hinten. Vor allem mit so vielen Münzen will ich eigentlich jetzt gar nicht ansatzweise in die Richtung. Oh Gott, nein, nein, nein. Schwimm, 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 schwimm. Oh Gott. So. Bald ich meine Münzen habe, kann ich mich gerne um alles andere hier kümmern. Das ist ein interessanter Raum. Wenn er jetzt ein riesiger... Ich mache einen F5. Okay, Münzen. Ist ein Labyrinth, ein Unterwasserlabyrinth. Oh. Fällt mir das hier? Ich glaube nicht. Unter mir ist ein Gitter. Hm. Ah, da ist ein Wasserläufer. Wie hießen die Dinger eigentlich? Heißen die Wasserläufer oder haben die einen anderen speziellen Namen? Also Wasserspinnen. Weberknechte, glaube ich, heißen die, oder? Kann das sein? Geweiher ist ja auch so ein Vieh. Was sieht Geweiher nicht auf dem Weberknecht? Moment. Was sagt denn Herr Google? Weberknecht. Was ist das Ding überhaupt? Tatsache. Weberknechte, auch Geist, Habergeist, Habermann, Kanker, Langbein, Mörder, Schneider, Schneidergeist, Schuster, Tod, Waldschreit, Weber und Zimmermann genannt. Seine Ordnung der Spinnentiere. Welpen sind etwa 6 von 600 Arten mit Körperlänge von bla bla. Ich will wissen, dass die Viecher, die auf Wasser schwimmen. Ein Webspinn ist also ein bewachsener Vorder. Lalala, ich will. Nee, das sind. Nee, es sind zwar Spinnen, aber es sind nicht die Wasserspinnen. Wasserspinne. Wie heißt einfach Wasserspinne? Tatsache, okay. Oder auch Silberspinne ist die einzige Spinnenart, die nicht an Land, sondern unter Wasser lebt. Unter Wasser? Oh, igitt, nee. Das ist auch nicht das Richtige. Oh. Hm. Boah, ich kenn's auch, wenn ich dran denke. Ich glaube, die leben wahrscheinlich, wenn überhaupt, eh nur in Australien oder so. Aber ich gehe so schon eigentlich nicht gerne oder eigentlich gar nicht in Seen oder so rein. Wenn ich jetzt überlege, dass da drin auch noch Spinnen schwimmen könnten. Oh Gott, nein. Hilfe. Hatte ich jetzt eigentlich alle eingesammelt? Kann sein. Ich habe den Bob-Omb gefunden. Oh mein Gott. Ich habe meine Aufgabe mal erfüllt. Ach so. Hier ist jetzt auch der Stern. Scheiße. Yo, you want boom boom cannon to OB open, right? Let's do that. Was kann ich damit jetzt eigentlich machen? Kann ich mich jetzt eigentlich von Areal zu Areal schießen oder was? Are you ready for ready? Wait, wrong game. Are you ready for the cannon? Let's go. Ich meine, es war schön, dass ich jetzt die... Und wirklich. Wow. Es war schön, dass ich jetzt den Bob-Omb gefunden habe und den Stern damit, aber... Ich komme nicht mehr hoch, okay. Aber ich habe noch nicht alle 80 Münzen. Wait, ist der Weg hier unten auch schon wieder neu? Der Weg ist auch neu, oder? Aha. Okay.
Wait, was? Kann ich den so erreichen? Nee, oder? Nee. Ich muss mit einer Metalbox da unten hinkommen. Mit der Metalbox dann. Okay. Aber good to know. Kann ich durchschwimmen? Stimmt, oder? Ja. Ich hätte eventuell nicht durchschwimmen sollen. So, jetzt bin ich wieder hier. Und da war die andere Abzweigung noch. Da geht's eventuell da wieder hin zurück. Ich brauche noch 15 Münzen. Gebt mir doch einfach jetzt. Ah, da schmier so ein scheiß Riesenvieh. Ist hier überall irgendwie. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Okay, Münzen. Münzen kann ich leben. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Denk nicht mal dran. Ich habe 76 Münzen. Geh sterben, du Mistvieh. Das ist Lava dahinter, oder? Ja. Ich brauche nur 4 Münzen. Wo kriege ich diese 4 Münzen her? Da geht's nicht durch. Okay. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Ja, geil. Da war ich. Hier war ich. Hier noch irgendwo Münzen außerhalb übersehen. An dem Kasten war ich drinne. Hier oben war ich noch nicht drin. Doch, hier oben war ich zuerst drin. In dem blauen Abteil könnte noch was sein, theoretisch. Wie ich vorhin war. Ah, okay. Jetzt macht das Sinn. Da war ich jetzt gerade eben. Also, wenn ich jetzt nämlich hier wieder hingehe. Und hier oben, theoretisch. Ging es noch ein bisschen weiter. Sehr gut. Oh Gott, sie hat mich fast umgebracht. Ich sollte hier eventuell ohne Schaden zu nehmen. Weiter. Den wahrscheinlich eh Schaden nehmen muss. Ja, hätte ich hier vielleicht noch eine Münze mehr mitnehmen können? Ich weiß es nicht. So. Soll ich mir vorstellen. Muss ich hier Schaden nehmen oder nicht? Muss ja wahrscheinlich einmal Schaden nehmen. So. Und jetzt da runter. Fehlt eine Münze. Ist nicht euer Ernst. Mir fehlt eine Münze. Ich krieg hier keine Luft. Come on, eine Münze. Ja, ja, hier sind Secrets, das ist schön. Bringt mir aber nichts, ich brauche eine Münze. Jetzt ersaufen. Das sehe ich nicht ein. Da unten gibt es keine Münzen mehr. Moment. Wenn es da unten nur noch 3 Münzen gibt. Oder gibt es da noch... Ich gehe jetzt nochmal nach gucken, weil... Könnte ja sein, dass ich mich irre. Und da doch noch... Irgendwo eine weitere Münze ist.
So. Drei Stück kriege ich auf jeden Fall hier in der Ecke noch. Ich meine, die Kanone ist offen. Ich kann auch theoretisch zur Kanone zurückgehen. Da wird es doch bestimmt relativ viele dann geben, oder? Ja, die Dinger kann ich jetzt hier einsammeln, aber... bringt mir nicht viel. Auch Münzen. Ja, hier sind keine Münzen unten. Kann ich Cheep Cheeps umbringen? Hm. Unwahrscheinlich, oder? Verdammt. Habe ich vielleicht irgendwann eine Münze mal nicht eingesammelt? Wahrscheinlich. Ja, doch, glaube ich, zu Anfang habe ich, glaube ich, eine nicht eingesammelt. Scheiße. Zumindest kann man hier zurück. Wenn ich jetzt ganz zurück zum Spawn gehe, kann ich dann eventuell dort der Kanone noch eine Münze einsammeln? Brauche ich nur noch eine einzige jetzt. Scheiße. Aha. Beziehungsweise, wo ist der P-Schalter? Den habe ich auch noch nicht gefunden. Wird hier wohl in diesem Level mindestens 20 Münzen abdrücken, oder? Ja, oder ich hätte mich eventuell zu Anfang mal hier unter Wasser weiter umgucken können. Hätte ich das Problem jetzt auch nicht gehabt, wahrscheinlich. Nee, hier ist nichts. Dahinter sind die Dinger. Hm. Nee, ich glaube... hier im Spawn-Bereich... ist aber jetzt auch nicht viel mehr. Nö. Ein Cheep Cheeps umbringen geht, glaube ich, auch nicht. Hm. Okay, gut, dann jetzt nach oben schießen und hoffen, dass ich dann an irgendwas rankomme. Okay. So war das eigentlich nicht gewollt, aber okay. Zack. Und. Ah, danke. So. Habe ich am Spawn einen übersehen? Nee, habe ich auch nicht. Das funktioniert nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Zack. So, Kanone. Gib mir eine Münze. Kann ich überall hinschießen. Zack. Gumbas! Münzen! Es gibt rote Münzen in den Kacklevel hier. Wow. Okay. Ich will den Stern. Gib mir diesen Kackstern. Danke. Ja, ja. Wait, was? Das könnte nervig werden, eventuell. Oh Gott. Das ist echt so nervig gestellt. Ich glaube, ich möchte jetzt doch erstmal, wenn ich jetzt eh schon hier oben bin und mich hier abquäle, da hochzukommen, sammle ich jetzt auch zuerst die Münzen hier ein. Oh Gott. Ja, hier gibt es Münzen en masse. Ja, zusammen mit den roten Münzen. Also Level hat keine Münzen im Mangel, sondern einfach nur blöd verteilt. Ja, und das ist auch ein Stern. Oh Gott. Und immer wieder da oben hin. Oh, super. Und da ist mein P-Schalter. Ja. Super. Hab die Sachen halt da, wo man sie nicht braucht. Ist das hier in der... oh Gott, wenn ich das schon sehe. Ich muss hier eh noch ein zweites Mal hoch. Ist das... das ist ein Checkpoint. Ja, gib mir mal, weil... wenn ich sterbe... hinten...
Aber wait. Komme ich jetzt hier wieder vernünftig weg? Gar nicht, das ist einfach ein Troll gewesen, die rote Münze. Na klasse. Oder, Moment, oder? Ja, eigentlich bleibt nur die Richtung. So. Ich meine, die Distanz schaffe ich eh nicht. Also wenn überhaupt, schaffe ich das so. Ja, wenn überhaupt so, okay. Ja, ja, und am besten genau jetzt in sein Maul rein. Ah, schön. Okay, jetzt muss ich trotzdem da wieder hochlaufen. Ja gut, wenn ich jetzt, Exit Curl, wenn ich jetzt sterben würde, würde ich da oben wieder spawnen, aber habe ich die roten Münzen nicht mehr. Bringt also rein gar nichts. Na, 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 na. Okay. Aber an sich, ich habe gewusst, das Level nervig werden wird, aber die Sprünge sind extrem nett, sag ich mal, nett machbar. Weitestgehend. Und Idee ist halt auch mal wieder. Aber was anderes wieder. Ach, was ist das da unter Wasser? So ein Cheep Cheep. Der Winkel war sehr interessant, aber okay. Hoch da. So. Kann ich mich direkt da hinten rüberschießen? Bitte. Nein, kann ich nicht. Das ist eventuell eine sehr blöde Idee gewesen. Okay, ich bin an der Palme vorbei. Also dafür, dass ich gerade noch irgendwie 4 Münzen hier zurecht suchen musste. Das geht auch relativ schnell hier. Das ist doch relativ einfach hier. Der Knackpunkt bleibt aber bestehen. Wo sind die anderen roten Münzen? Manchmal wird sie nervig wieder unten drinne weg. Was sind hier noch irgendwelche? Oh Gott. Ich glaube, ich sehe gerade die nächste nervige Stelle. So, die Sunshine-Plattform. Sind da rote Münzen? Nicht vorstellen. Oh nein, hier ist auch. Hier geht's noch da unten hin. Oh Scheiße. Wo sind die roten Münzen? Irgendwie vermisse ich meine roten Münzen hier. Ich sehe auch keine irgendwie spawnen irgendwo. Ja, auf dem Blättern kann ich nicht stehen. Ich habe sonst noch nirgends welche gesehen. Oh, da oben ist ein Readme-Schild. Not Smith Semper-Schild. Wie kommt man da hin? Aha. Kann man noch bestimmt irgendwie auf der Palme landen, oder? Wetten, wenn ich da jetzt hochfliegen würde, steht da irgendwas und macht die Hex aus oder so? Jetzt erstmal hier gucken. Ja, da sind rote Münzen. Ja, hier sind die restlichen Münzen, okay. Da ist ein Metal Cap? Fragezeichen. Wahrscheinlich. Eine schwarze Box, genau. Das habe ich gelesen in den Patch Notes. Zurück. Ja, und dann über den Lavasee, okay. Prinzip verstanden. Machen wir hier eine 5. Vor dem Frieden irgendwie nicht. Genau deswegen traue ich den Frieden nicht.
Aber gut, deswegen ist auch der Checkpoint, damit man hier nicht einmal wieder her muss. Okay, na gut, damit kann ich leben. Und worin geht's jetzt hier runter? In welches Loch? Ach, da unten wäre jetzt mein Bob-Omb. Okay, dann kann ich da auch relativ schnell wieder hin. Oh, ich habe einen Timer da unten. Das ist geil, dass man einen Timer bekommt. Wie lange der hält. Das ist cool mit dem Timer. Das ist echt cool. Fällt mir. Mal quasi einmal die Zeit hier eine Runde zu machen. Oh, ich habe ihn schon. Okay. Gott, die ignoriere ich jetzt. Ja. So, wie komme ich jetzt am schnellsten dahin? Einfach hier lang wieder, oder? Zack. Oh Gott. Es hat die nervigsten beiden Sterne höchstwahrscheinlich jetzt eingesammelt. Nach einer halben Stunde. Das ist übrigens auch der erste Run hier in dem Level. Abgesehen von dem einmal ertrinken, weil ich nach Münzen gesucht habe. Wait. Ja, während eine Kackmünze. Okay. Eine Kackmünze ist noch hinter den Dingen, sonst eine habe ich ignoriert. Das heißt, ich hätte jetzt sogar theoretisch alle Münzen gefunden gehabt. Wenn ich die eine noch eingesammelt hätte. Gut. Gefällt mir. Ziel direkt auf den Stern. Komm. Ah, fast. Und durch den Checkpoint kann ich jetzt die anderen Sterne relativ schnell einsammeln. War super. Going over the water. Mhm. 134 Münzen. Oh Gott. Das war der letzte Stern, ja cool. So. Das wollte ich nicht, okay. Das war jetzt sehr greedy. Scheiße. Das war selbst für mich jetzt greedy. Ja, ein Land zu sehen ist irgendwie falsch. Ah, okay. Zack. Oh Gott. Ja, das. Ah, ich habe die Münzen gesammelt. Merkt man das? Ich gehe wieder drauf ohne Ende. Weil ich jetzt schnell machen möchte hier. Ich meine, es geht auch schnell hier, theoretisch. Die Stelle. So. Die Batterie hier nicht wäre. Zumindest. Ja, okay. Okay, scheiß drauf. Warte mal. Ah, genau. Moment. Da unten war doch der Schalter, genau. Stimmt. Ja, jetzt kannst du nach oben schwimmen. Das ist mega geil versteckt, der Stern. Also die Interaktion. Bob umfinden. Hochschießen. Checkpoint aktivieren. So Metallboxen runterspringen und dann. Oh. Das war extrem gutes Game Design sogar. Level Design. Wie das jetzt verbunden war. Scheiße. So. Und wieder rüber. Und jetzt ist mir das relativ egal, weil jetzt kann ich einfach hier hinspringen.
Erst wollte ich ins Wasser zurückspringen und nochmal mich auffüllen. Dann wollte ich doch den Stern holen. Scheiße. Achso, hier wäre noch. Warte mal, was? Die rote Münze gerade gehabt. 4, 5, 6, 7, 8. Okay, doch. Hatte ich. Ah. Wenn man sich mittendrin nicht mehr entscheiden kann, welchen man wirklich jetzt einsammeln wollte. Scheiße. So. Den kleinen Moment warte. Wenn ich eventuell ohne Schaden, den kann ich nicht. Aber, komm. Weil die Musik so toll ist. Ich hätte auch einfach so machen können, hätte ich eh keinen Fallschaden. Ich nehme auch dann Fallschaden? Okay. Ich dachte, mit Eisenkappe nimmt man keinen Fallschaden. Aber okay. Rein die Cannonbob-Orm. Wie ist eigentlich der andere Stern jetzt gerade? Falldown with Metal. Ape of the Chip Chip. Ah, das ist die mit den kleinen Sachen einsammeln. Was ist. What? Okay. Warum hat man jetzt hier die Röhre auf einmal? Ich meine, von mir aus. Kann man irgendwas bekommen, wenn man da hinkommt? Ja, theoretisch kann man da was bekommen. Hm. Ja, ja, nimm dich mal eben kurz auf. Hey, hey, hier, ja, du darfst mich essen. Ess mich. Du sollst mich essen und nicht umrammen. Hier, komm. Mach hops, danke. Jetzt will ich jetzt nochmal versuchen, darüber zu kommen. Okay. Meine Idee war nämlich richtig. Scheiße, aber ich setze sie nicht richtig um. Okay. Hier. Komm. Nimm's mich mal eben. Danke. Hi. Ja, hallo. Könntest du mich bitte essen? Ich schmecke gut. Du willst mich nicht essen, oder? Du willst dich lieber zu Tode rammen. Ich setze mir jetzt aber oben gleich ein Safe. Ich würde zumindest mich erstmal umbringen zu müssen vorher. Ich will mich nicht essen. So, F5. Ah, okay. Ja, und jetzt? Schmeckst du ihn nicht? Ja, wahrscheinlich. Komme ich da jetzt irgendwie oben drüber weg oder brauche ich jetzt einen Invisible Cap? Komm oben drüber weg, okay. Cool. Also gibt es echt tatsächlich irgendwas einzusammeln. Oh Gott. Das hier ist auch eigentlich relativ simples Design. Aber trotzdem. Solche simplen Sachen halt einfach trotzdem gut aussehen können. Ist ein bisschen dick der Weg hier, oder? Hier ist nichts. Muss ich? Muss bestimmt, oder? Weil es könnte auch reichen, wenn ich das von hier aus mache, oder? Ja, genau, das wollte ich nämlich versuchen zu verhindern. Scheiße. Ja, ja, ja. Okay, da hoch. Gut. Slippery and Hot Path. Mhm. Interessant, dass fast alle Sterne erst dann erreichbar sind, wenn man den Bob-Omb getroffen hat. Cave of the Chip Chip, ja. So, jetzt überlege ich gerade, gibt es hier noch irgendwie der eine Stern da unten unter Wasser in dem Käfig? Ja, und der da unten bei den Münzen, theoretisch. Das heißt, hier gibt es eigentlich nichts mehr. Ja doch, ich kann einfach hier rein springen jetzt eigentlich, oder?
ist ja direkt die nächste Höhle jetzt dann hier. Hopp. So, hier rechts ist das Loch, wo ich reinfallen würde. Und da geht's zu den Chip Chips. Okay. Ich weiß nicht, in Mario 64, das erste, was der Fisch macht, erstmal einen schönen essen, weil er es kann. Und hier, nö, ich ramm dich lieber. Macht irgendwie mehr Spaß. Mit Essen spielt man aber eigentlich nicht. Ich meine, hin und wieder macht es ja Spaß, aber trotzdem. Also, was die Buchstaben so. Ja, scheiße. So, was die Buchstaben so, ist eigentlich voll das Gegenteil von dem mit Essen spielen, wenn man es genau nimmt. Dem Buchstaben sich Wörter legen, theoretisch, das verleitet doch Kinder erstmal erst recht dazu, zusammen darum zu spielen. Oh Gott. Okay. Frag mich gerade, ob es eigentlich Nudelformen erst, also spezielle Nudelformen erst seit der Neuzeit irgendwie gibt oder ob es sie auch damals schon gab. Ich glaube, damals waren sie doch froh, wenn sie überhaupt mal irgendwie Essen hatten. Oder Nudeln, vielleicht. Wäre auch fast interessant zu wissen. Ob es damals schon zigtausend verschiedene Nudelformen gab. Okay, den kann ich gleich einsammeln. Ja, einen verpasst. Wenn ich unterwegs nicht atmen kann, ist irgendwie ein bisschen blöd. Okay, Rückweg. Drei. Vier. Wenn man hier das Vanillaschwimmen nicht beherrscht, also schnelle Schwimmen, dann hat man hier echt ein Problem. Zack. Wenn die ganzen Gitter hier sind, weswegen da, damit man einfach nur nicht direkt hierher schwimmen kann wahrscheinlich. Oder Luft holen kann. Hätte man auch gleich direkt eine Wand dahin machen können. Theoretisch. Halt. Wo ist der Stern jetzt gespawnt? Hier hinten, oder? Ja. Nein, die Schiebschiebs machen Schaden unter Wasser. Ah. Zu wissen. So, und jetzt muss ich überlegen, wie komme ich jetzt da in dieser komischen Höhle unten da durch? Die war geflutet. Safe and continue, so. Secret of the Big Blue Room, ja. Ah, man kommt hier so zurück. Cool. Big Blue Room, ja, das ist doch der Raum hier hinten gewesen. Hui! So, ich habe direkt hier unten hüpfen können. So, Secret of the Big Blue Room. Ja, mit einer Metal Cap komme ich bis hier nicht. So. Da hinten ist der Stern, glaube ich, hinter gewesen. So, ist jetzt irgendwo ein Loch, wo ich durchschwimmen kann, oder? Tatsache. Oh. Von mir aus. Wenn du mich jetzt aufessen möchtest. Jetzt willst du mich aufessen, ja, ist klar. Und da ist der Stern. Ja gut. Schön. Hör's vor, Steve with Big Blue Room. Gut, dann hätte ich jetzt zwei Kurse und wieder gemacht. Also, abgesehen jetzt von den Safe State für die 100, für die 80 Münzen, ist der Level hier sehr einfach gewesen. Durch den Checkpoint da oben hat man auch sehr viele Abkürzungen quasi hier möglich. Schön. Bin gespannt, wie der Level in Hard dann später aussieht. Ja. Der Level davor, der war auch den Checkpoint sehr nett gemacht eigentlich. Also auch da braucht man keine Save States eigentlich. Man kann
Wenn man eh einen Checkpoint bekommt, kann man auch Safe States nutzen, theoretisch, aber man muss nicht unbedingt. Ist das eigentlich der nächste Stern schon? Oder bin ich jetzt ein so weit? Moment. Eine Tür hat keine Beschriftung. 25, da geht's wahrscheinlich weiter. Oder? Oh Gott, ja, da geht's weiter. Mit keiner Beschriftung. Die eine. Ja, das ist die zurück in den Dingensraum. Und das ist der nächste Kurs hier. Ja, das wäre jetzt das Treibsand mitten in einer normalen. Nee, ist es nicht. Glaube ich, erahne schon, welche Level das hier war. Erahne es. Ich mache jetzt heute Abend auch nicht mehr. Ich mache jetzt auch gleich Schluss. War zwar nur 1,5 Stunden, aber mal gucken, ob ich nachher vielleicht nochmal aufnehme wieder ein bisschen. Gerade jetzt, wenn das Genshin-Update gleich kommt. In einer halben Stunde. Beziehungsweise. Ich will da hoch. Moment. Beziehungsweise. Vielleicht nehme ich echt nochmal Nerim auf. Oder irgendwas anderes, was ich noch angefangen habe. Da gucke ich mir echt mal Terraria nochmal an. Okay. Dann halt so. Aber ich werde zumindest die Level hier nochmal angucken, ganz kurz. So anteasen, für mich auch irgendwie. Verse 5, Sunset Deathsand Canyon. Painless of the Canyon. Das ist Gobi's Valley, oder? Auf jeden Fall Banjo-Kazooie Musik. Ich dachte gerade erst an Chantar, also Chanté. Wie spricht man sie aus? Chanté? Einfach nur Chanté, glaube ich. Das A ist, glaube ich, stumm. Ja, ich glaube, ich ändere mich. Oh, Paper Mario Texturen. Sieht schon mal bedrohlich aus, auf jeden Fall. Bei mir ist überall Treibsand höchstwahrscheinlich, oder? Ja. Ich meine, das ist eine Wüste. Da kann ich mit Treibsand überall leben, theoretisch. Wird zwar keinen Spaß machen, aber. Oh, hier Volcano Lagoon. Achso, jetzt macht Lama auch Sinn. Aber ja, wie gesagt, das mache ich dann morgen oder so. Mal gucken. Dann, dass ich heute durchmache. Das heißt. Stehe ich Donnerstagmorgen um 3 oder so auf, wahrscheinlich. Jetzt haben wir Mittwochmorgen. Ja. Wie gesagt, ich werde mich gleich dann Genshin widmen erstmal. Höchstwahrscheinlich. Für mich werde ich noch ein paar Runden Smite wahrscheinlich gleich spielen irgendwann. Und wenn ich Langeweile habe, werde ich wahrscheinlich gegen 6 nochmal aufnehmen. Wenn ich ganz viel Langeweile habe oder irgendwie Lust habe, dann mache ich vielleicht auch gegen 6 oder 7 nochmal einen Stream an. Lohnt sich für mich eigentlich morgens um die Uhrzeit nicht, weil wenn ich nur nachts normalerweise streame oder abends, dann macht es wenig Sinn, das morgens zu machen. Finde ich zumindest. Aber naja. Ist ja schon staubig. Spaß mit anzugucken. Ja, danke. Dann gut, dass ich zumindest einer Person heute Abend nochmal irgendwie die Nacht versüßt habe. Was ist Langeweile? Spaß. Ja. Gibt's ein Wort, was nicht Spaß ist, was ein Gegenteil zu Langeweile ist? Langeweile weggepustet quasi. Ja. Man weiß, was ich meine. Gut. Ja, wie gesagt. Das ist zumindest der Plan für heute. Wie gesagt, da ich bis 21:45 geschlafen habe, werde ich wahrscheinlich nicht vor 2 Uhr mittags einschlafen können. So, wenn ich dann 2 Uhr mittags meine Grenze habe, wo ich eigentlich müde bin und schlafen kann, dann kann ich da auch noch bis 6 oder so rauszögern heute Abend. Dann kann ich von 6 bis 3 schlafen, dann bin ich in Tagschichtmodus und dann habe ich ungefähr 2 Wochen noch Zeit. Ah, nicht ganz, wobei doch. Ich müsste jetzt genau 2 Wochen Zeit haben, um auf 18 Uhr Schichten mich einstellen zu können. So. Wenn nichts dazwischen kommt. Aber gut, dann nach Flashbang und ja, bis demnächst mal. Hat zwar nicht viel geschrieben, aber Gameplay hat mir definitiv gefallen. So viel Spaß beim Zuschauen. Ja gut, das liest man gerne. Ja. Ist nur ganz nett, wenn man halt hin und wieder weiß, dass die Person, die irgendwie da war, auch noch anwesend ist. Gibt auch Leute, die schreiben halt gar nicht. Das ist dann immer so eine Sache. Ist da jetzt jemand oder ist da keiner? Weil ich weiß nämlich nie, ob der Zuschauer-Counter auch richtig ist von Streamlabs. Weil letztes Mal hatte ich auch irgendwie 13 Leute angezeigt bekommen. Hab dann halt die Leute per Raid weitergeschickt, weil war ein Smite-Stream. Dann habe ich irgendwie nur 4 Leute raiden lassen. Also bei mir stand gerade noch 13, aber okay. Nee. Ich meine, wenn man selber nebenbei zockt oder so, oder
beschäftigt ist nebenbei, dann hat man eh keine Zeit zum Schreiben nebenbei. Ja, und Gameplay, wie gesagt, kann man drüber streiten, ist halt, das hier ist so ein Semi-Kaizo-Hack. Das hier ist quasi die Easy-Version von einem Kaizo-Hack. Und ich wollte einfach mit der Star Revenge-Reihe der Reihenfolge nach weitergehen, also 1,5, in Anführungsstrichen. Der erste Teil war sowieso speziell. Der erste Teil war halt, es gab Star Revenge 1, dann gab es 1.5, was ein Remake war, oder ein Remaster, oder Redesign, wie auch immer. Dann gab es Redone, also Star Revenge Redone, das war quasi dann 1.5 und 1 in einer nochmal remasterten Version. Und ja, das war sehr katastrophal, da durchzukommen. Dann gab es Star Revenge 2 Act 1 To The Moon, der war noch okay. Und dann gab es halt Star Revenge 2 Night of Doom. Und Night of Doom ist einfach nur der erste Hack quasi, den ich schon gespielt habe, mit überall Treibsand und Lava. Und ich könnte den Hack spielen, aber dann würde ich an jeder Ecke einen Safe State setzen. Macht also keinen Sinn. Wie gesagt, dieser Hack hier ist halt dann die vereinfachte Version davon nochmal. Das heißt, das sind quasi auch die gleichen Level wie im ersten Hack. Nur halt mit einem Twist drin, ein bisschen abgeändert. Ist auch ganz nett. Also sie fühlen sich auf jeden Fall wie eigene neue Level an. Das kann ich dazu sagen. Und dadurch, dass es halt jetzt im zweiten, im dritten und vierten Kurs Checkpoints gab, man kann ganz gut bis hierhin eigentlich den Hack auch ohne Safe State spielen. Da ich aber mich nicht mit einem Hack so lange aufhalten will, nutze ich trotzdem die Safe States dann nach Ermessen. Weil, ja, keine Ahnung. Wer möchte, kann sich ja echt da hinsetzen und dann diesen Hack 20, 30 Stunden spielen, bis er dann den Hack ohne Safe States durch hat. Aber skilltechnisch sind wir auf dem gleichen Niveau. Weil die Sprünge haben beide geschafft. Ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie mit einem Moonjump drüber springe, weil ich es nicht hinbekomme. Ich spare einfach nur Zeit. Und solange es kein Speedrun ist, dann ist es auch vollkommen legitim, sag ich mal. So, originale N64 Games, originale Spiele brauche ich jetzt nicht unbedingt einen Safe State. Außer vielleicht für Dark Souls 2, Blut und Saalen. Weil da ist einfach der Weg dann komplett nervig hin. Erstmal darf man 4,5 Minuten laufen, bis man da ist, wenn man dann hinkommt. Und dann muss man Doppelboss besiegen. Mit bescheidenen Hitboxen. Ich würde mal interessieren, jetzt wo ich mittlerweile relativ viel Dark Souls Erfahrung habe, wie gut würde ich durch Dark Souls 2 mittlerweile durchkommen? Will es aber eigentlich nicht testen. Naja gut, ich mache auf jeden Fall jetzt erstmal eine Pause. Und gucken, ob ich nachher nochmal irgendwann einen Stream anmache oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich läuft es dann eher darauf hinaus, dass ich dann nachher aufnehme, wenn überhaupt. Wie gestern Morgen. Ja, und dann will ich eigentlich demnächst auch dann Shadow Tactics eigentlich mal weiterspielen oder durchspielen. 10 Missionen sind es, glaube ich, noch. Also rund 20 Stunden bei meinem Skill in dem Spiel. Und ja, dann kann ich mal irgendwann mal gucken, dass ich mal irgendwas Neues anfange. Aber gut, ich sag dann jetzt Nacht Flash und bis die Tage oder so mal. Ciao.